Alright, Freunde, wir gucken das neue Satter Hugo-Video. Ja. Micky hat aufgehört zu streamen. Kein Dorf. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken uns das mal an. Wer ist die schöne Dame auf dem Bild? Digga, bist du dumm? Den kannst du dir direkt aus der Fantasie löschen. Das bin ich, Alter, mit fucking Bart und langen Haaren. Der hat gerade einen Trucker gedacht, ich kann seine Autobahnfahrt entspannter machen, Alter. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Kannst du ein Doppelkinn-Foto machen? Kannst du wie Hugo Jawline-less sein? Nein. Das ist was Krasses. Oder das kann keiner. Das kann wirklich nur Hugo. Das ist crazy. Was ich kann. Hugo ist unschlagbar. Das war doch irritiert, das zweite Ding, oder? Das kann ja doch gar nicht sein. Der hat ja sein Kinn völlig eingefahren. Der Hals ist weiter draußen als sein Kinn. Das geht doch gar nicht. Ich sag mal, ihm war krass, aber da wird noch nachgeholfen. Das ist doch gar nicht möglich. Wurde mir jetzt so oft geschickt, Digga. Ich wurde so oft verlinkt auf diesen Ton. Bro, wie kriegt er das denn hin? Ich habe das selber noch nie probiert. Jetzt will ich das auch einmal probieren. Aber ich glaube, bei mir geht das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das so gehen soll. Nee, ich muss ja nach hinten. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich glaube, das Maximum, was ich bekomme, ist. Digga, ich. Bei mir sah das aus wie immer einfach. Bro, bei mir sah das aus, wie sonst einfach auch aussieht. Ja, nee, also weiß ich nicht, wie soll das funktionieren, Digga. Aber also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber das ist doch geschummelt. Wenn man das so einfach nur unten ran drückt, das ist doch geschummelt. Das ist doch geschummelt, das sieht doch voll dumm aus. Das macht doch gar keinen Sinn, Digga. Oder? Ist doch geschummelt. Ja, heute ist komplett Umzug bei mir. Auch nach dem Stream. Ich glaube, es geht heute so bis 23 Uhr circa. Danach baue ich hier alles ab. Beleuchtung, Stative, Kamera, Bildschirme, PC. Umzug so nervig. Ja, vor allem, wenn sich der Umzug 2,5 Jahre verzögert hat und man dann aber keinen Bock mehr zu warten hat. Ich ziehe komplett auf eine Baustelle. Es ist eine Baustelle. Ich habe kein Internet, ich habe kein Licht, ich habe null Licht. Ich habe keine Küche, ich habe überhaupt keine Küche, gar nicht. Aber ich habe die Schnauze voll. Oh, das kenne ich irgendwoher. Der Kücheninzident. Also ich kann dir einen Tipp geben, Bro, hol dir einfach aus dem Obi so eine Spanplatte, oder wie das heißt, so eine Holzspanplatte. Und dann stapelst du, also dann legst du die einfach auf so gestapelte Kartons vom Umzug einfach. Ist mega geil, geht easy fit für ein halbes Jahr. Super sick. Dann noch so einen mega kleinen 50-Euro Kühlschrank hinstellen. Easy. Voll. Achso, er hat keinen Strom. Naja, dann noch ey, auf schön gemütlich die ganze Nacht noch so einen Benzingenerator durchlaufen lassen in der Wohnung. Schön auf den Balkon stellen. Benzingenerator, Junge. Die ganze Nacht durchlaufen lassen. Richtig laut einfach. Diesel auch noch. Ja, also Diesel. So einer, den man so anziehen muss, der so viel zu laut ist auch einfach. Küche gar nicht, aber ich hab die Schnauze voll. Leute, ich hole als allererstes Beleuchtung, damit das nicht so dunkel ist. Cordelius ist OP auf der aktuellen Map. Easy Rang 25 ohne Skill. Okay, Leute, wir bauen den Stream doch nicht auf. Wir gehen direkt in Brawl Stars. Jetzt fühle ich mich wie in einem Trimax-Stream. Nee, ich fühle mich nicht wie in einem Trimax-Stream. Da fehlt eine Kleinigkeit. Jetzt bin ich in einem Trimax-Stream. Yeah. Das ist es! Jetzt bin ich in einem Trimax-Stream. Holy shit, ist das hell. Der Strom hat mich geradet. Der Strom, ich geh jetzt off. Du hast mich für 2 Sekunden geradet. Boah, das hasse ich. Das hasse ich so sehr, Bro. Wenn dann so diese 2.30 Uhr Hosts reinkommen und denkst, du bist gerade so in diesem... So, du willst dem Chat gerade gleich weiß machen, dass du gleich offline gehst, Bro. Und dann kommen so 8000 Zuschauer. Ich nehme diesen Raid nicht an. Willst du was essen gehen? Unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist man flammkuchen. Gibt's noch? Ich hab Hunger. Wir gehen jetzt was essen. Fahr zur Tankstelle und hol dir eine Bocki und eine Pennergranate. Was ist eine Pennergranate? Hä, Klassiker. So eine Jackie Cola Fertigmische, oder? Lenny Lenzen, der klingt so, als hätte er das schon ein paar Mal gemacht. Ihr kennt das, oder? Ihr wisst, was das ist. Kennt ihr den Begriff? Ich hab das schon voll aufgehört. Das ist so. Also ich kenne das als so diese. Es gibt ja diese Fertig-Cocktails quasi, diese Fertig-Longdrinks, die so. Wo man so denkt, okay, gut, also ich meine, der Longdrink besteht jetzt quasi, das ist zum Beispiel Wodka E. Ihr hattet jetzt 2 Aufgaben eigentlich. Ihr müsst einfach nur einmal, müsst ihr halt einfach halt Wodka reinkippen und dann kippt ihr halt Energy Drink rein. Was kann man verkacken? Man denkt so, okay, was kann man halt verkacken bei diesen 2 Sachen? Bruder, die kriegen das irgendwie hin, alles zu verkacken. Die schmecken alle so gottlos scheiße. Das ist insane. Ich verstehe nicht, wie geht da was falsch? Also wie machen die da, wie kann da was schieflaufen? Das macht gar keinen Sinn. Bro, hier, warte, fertig, Cocktaildose. Bruder, das ist so räudige Scheiße. Die schmecken alle so beschissen. Das ist insane. 2:30, ich hab noch mal ein bisschen Hunger. Ich hol mir eine Bocchi und eine Pennergranate. Digga, eine Wurst auf einer Kabeltrommel? Digga, das ist ja ein Ding. Guck mal, wie viel Würste es auf der Kabeltrommel gibt. Wie krank.
Turm, wie in so einem Burg. Die dachten sich, das ist smart, sich hier direkt an die Alster ein Schloss hinzubauen. Ja, was muss denn das kosten? Ein Schloss? Das kostet Minimum 5 Millionen. Ja, Digga, viel mehr. Bist du dumm? Das ist einfach ein Schloss. Okay. Wie dumm kann man sein? 5 Millionen nur. Miss Kartoffel und Chef Strobel streiten sich bei mir im Chat, wer mehr mit E-Girls schreibt, aber das muss es keinen Streit geben, das ist Chef Strobel. Ey, hört auf zu schreiben, Leute, der Chef Strobel mit E-Girls schreibt. Das stimmt nicht. Der schreibt mit allen möglichen Girls. Der hat Tinder und Hinge, Digga, er hat das so weit eingestellt, er schreibt mit Leuten in anderer Sprache, die er gar nicht kann. Das ist groß an den Radius eingestellt. Bro, Tinder ist einfach out. Auf Tinder sind nur verrückte Menschen. Ja, wir sind hinten offen wie ein Scheuntor. Hier ist doch der Profi. Das war der Profi am Spiel. Bruder! Was? Ach, Digga, Chef Strobel. Habt ihr Chef Strobel gehört? Chef Strobel war mit einem Satz, wollte eine Frage stellen, dann sieht man, sie wird sich eingesetzt und Chef Strobel kann nicht mehr weiterreden und sagt, oh, oh, oh. Warte, das hab ich gar nicht, ne? Ja, wir sind hinten offen wie ein Scheuntor. Hier ist doch der Profi, das war doch der Profi am Spiel. Bro, this guy. Weißt du, der Typ hat mir gestern auf drei Jackie Cola oder was der getrunken hat, wollte der mir gestern erzählen, oh, ich bin jetzt 29, die nächste ist was für immer und so. Ja, komm, Arsch lecken. Bruder! Was? Ach, Digga, Chef Strobel. Habt ihr Chef Strobel gehört? Chef Strobel war mit einem Satz, wollte eine Frage stellen, dann sieht man, sie wird sich eingesetzt. Alter, das wäre alle. Kann nicht mehr weiterreden und sagt, oh, oh, oh. Heute, wie ihr es vielleicht auf dem Titel schon sehen könnt, ist es ein Announcement. Also ich glaube, da wird im Chat keiner mit rechnen. Wie ihr sicherlich mal mitbekommen habt, werden wir dieses Jahr ein Sabaton machen. Und der Sabaton wird mein letztes Projekt werden. Danach höre ich auf zu streamen. Es ist kein April-Scherz jetzt. Das will ich auch schon mal sagen. Das ist eine maximale Länge des Sabatons. Also Emily hält einen Rekord von einem Sabaton, glaube ich, irgendwie von 800 Tagen. Und ich sage, was Emily kann, das kann ich, da stehe ich hier auf dem Kopfstand ab. Ich kam hierher, habe alles auseinandergenommen, all das, was alle 14, 15-jährigen Pisser wollen, und zwar Streamer werden, sag ich, ich habe genug davon. Adios, amigos. Ich wusste das nicht. Ich habe gestern noch mit... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat das schon von allen gehört. Also, keine Ahnung, es macht halt Retalk einfach keinen Sinn. No joke. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht anders meinte oder formulieren wollte, weil so hatte ich mich damals gefühlt. Ich glaube, das, was zum Beispiel bei diesem Clip-Statement damals, was ich gemacht habe, für Leute rüberkam, war auch so, ja, Bro, was labert der für eine Scheiße? Ich habe das gar nicht so gemeint, wie Leute das irgendwie aufgenommen haben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das hier auch passiert ist, aber das, was er gesagt hat, hat einfach keinen Sinn gemacht. Real Talk, es hat keinen Sinn gemacht. Ja, das Statement von ihm habe ich auch schon geguckt. Es hat irgendwie auch keinen Sinn gemacht für mich. Aber es ist mir auch eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Also ich finde es, glaube ich, nicht schlimm, einen Sabaton zu machen. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein Kommunikationsproblem. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte er das irgendwie anders sagen sollen. Not sure. Streamen über die Win-Challenge. Wir haben uns gestern noch verarscht gegenseitig. Hast du von Mickey gehört? Ich habe nur von Mickey gehört, dass er irgendwie gesagt hat, er macht einen Sabaton ohne Ende. Also es ist Open End. Sabaton. Also kann ein Jahr gehen, kann zwei Jahre gehen. Und er meinte, danach streamt er erstmal nicht mehr. Ist smart zu sagen, dass man halt einen Open End Sabaton macht und danach erstmal also so nicht mehr streamt. Ich glaube, das wird eh ewig gehen, Chat. Bro, der wird ein Jahr live sein, mindestens. Auf Madeira bleibt. Das macht gar keinen Sinn. Really, das macht gar keinen Sinn. Sind so random. Ich hab das Safe Dog doch erst ein Haus gekauft hier. Ja, für die Leute, die jetzt vielleicht mal einschalten. Wie oft man sein Glas... Wollte ich gerade sagen, Bro. War Isa nicht die mal irgendwie meinte, dass sie nie was umschmeißt? Umkippt. Deswegen, der Tisch ist noch unbehandelt, muss ich sehr aufpassen. Passt auf mit den Gläsern. Wie macht man das hier auf? Also Chat, ihr könnt die Sachen auch einfach... Ihr müsst die jetzt nicht so... Das muss nicht aussehen, als wäre das irgendwie so C4 oder so, Bro. Ihr könnt auch einfach wie ein normaler Mensch Dinge verpacken, Bro. Nichts über den Kopf. Wir machen einfach das nächste auf. Das muss nicht aussehen, als wäre das irgendwie so C4 oder so. So, was haben wir hier? Das nächste ist von Pauline. Das Spiel. Welches dieser beiden Pakete ist von einem Guy und welches ist von einem Girl? Sag ich ehrlich, Chat? Oh shit. Du kannst mit dem Ding auf deinem Kopf keinem erzählen, dass du über 20 bist. Was kommt als nächstes, dass du mindestens 71 bist? Ich bin 71. Ganz kurz, Stop, Chat. Jetzt stellen wir es ein für alle mal fest. Oh nein. Geh jetzt runter, Bro. Oh nein. Ja, 1,77. Aber der Einzige, der wirklich ist Papa Platz, aber das versteht keiner. Oder der Mann ist 2 Zentimeter größer als ich, Digga. Es ist so viel, Bro, das ist nichts. Yo, okay, das Bro. Das Zimmer sieht genauso aus wie das hier vor meiner Tür. Bro, ja, was soll ich machen? Ich bin jetzt auf der Website von einem QR-Code, den mir ein Zuschauer zugeschickt hat, und gebe meine f***ing Kreditkarten-Details an. Also so nah an ich werde gescammt waren wir noch nie. Digga, Bro, schon ganze Fanpost-Highlights rein, Junge. Mach direkt an, kann nächstes Mal ganz Video rein. Junge Logo, what the fuck? Okay, $35 sind weg. Jetzt geht der QR-Code. Ja, es führt zu einem YouTube-Video.
Ich wurde gefickt gerade. What the f***? ApoRed hat eine 5 Millionen Euro Penthouse-Tour in Dubai gemacht. 5 Millionen Euro mit Monopoly-Geld. Ich bin sehr gespannt. Ich will nicht zu krass lange darauf eingehen, aber ja, ich finde, das hört sich so uncool an, obwohl das Prinzip voll geil ist. So, ja, klar, okay, da irgendwer muss nach Hamburg, hat keinen Bock, den vollen Sprit zu zahlen. Also teile ich mir mit drei anderen Leuten das Auto und wir teilen halt den Sprit. Dieser ganzen ApoRed-Thematik. Ich werde da erstmal nicht drauf reagieren mehr. Die Person ApoRed aus den letzten Jahren finde ich mittlerweile im Internet eigentlich ziemlich lachhaft. Auf ApoRed zu reagieren ist so, als würdest du den Müll der Nachbarn durchsuchen und die Nachbarn bekommen dafür... Alter, guck mal, der Krieger hat's reingeschafft. Geld. Und was passiert? Die machen noch mehr Müll. Er bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Ja, aber ja nur negative und er hat davon ja nichts. 98% des Videos sehen, hassen ihn ja dann einfach. Und heute werden wir uns mit dem lieben Apo... Oh, mit dem lieben Apo. Das hasst er, das hasst er. Er will Red genannt werden. Man darf ihn nicht Apo nennen. Apo. Das heißt, erstens Red. Das heißt Red. Ihr werdet so eine Besichtigung. Niemals. Bro, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn... Also, das ist der Fumble des Jahres. Also, der Typ scheint übelst der Knecht zu sein. Aber Real Talk, wenn das nicht wäre, diese Lingo, die er hatte, da hätte man so viel machen können. Das war Fumble of the Century, Alter. Ja, bei allen dieser Goofy-Streamer, lass mich raten. Von diesen Goofy-Streamer. Ja, wir haben doch verstanden, Olem. Du bist Adam, wir sind unter deinen Eiern. Ich habe hier den besten Kameramann aus ganz Dubai, Sony FX3. 35.000 Euro. Sony FX3, ich glaube, die hatte ich mir auch damals angeschaut. Ey, die kostet doch 4.000. Mit Sonnenbrille für die besten Lichtverhältnisse, ja, das stimmt. Professioneller Kameramann. Ja, hier sieht man auch, wie gesagt, Atlantis Royal. Nummer. Crazy Kameramann. Stopp mal ganz kurz, er sagt bester Kameramann. Der kriegt manchmal die Blende eingestellt. Red, der allererste, holt nur das Beste. Ja, geht. Eigentlich hätte ApoRed sich auch mal eine Red-Kamera holen können. Und das wäre wirklich lustig und krass zugleich. Und let's go, lass uns da hin. Ah, okay, da waren die am Anfang. Wir kommen in Blue Water Island auf der künstlichen Insel. Warum ist der Sound jetzt auf einmal Arsch? Der beste Videograf. Bester Kameramann der Welt. Beide haben Mikrofone, aber es ist gerade das Kameramikrofon nur an. Ja, Tamam, bester Kameramann, hast du gesagt. Was denn mit dem Ton, Bruder? Ich verstehe nichts. Das ist genauso wie, als wenn ich gerade in der Shisha war und ich höre in den Hintergrund die Mitarbeiter reden, weil der eine macht gerade Kohle. So, hey, Bruder. Man hat einfach so diesen Kameramann so stöhnen gehört. Geht ganz so lustig, Bruder. Ich habe noch nie irgendwas mit dem zu tun gehabt, ne? Ich kenne ihn legit nur aus diesen Clips, die wir gerade gesehen haben. Aber die waren hella funny, Mann. Der beste Kameramann mit dem besten Stöhner. Aber ich hab nur Gutes gehört bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Sehr viele gute Sachen gehört bis jetzt. Ey, aber ganz funny das Video. Geil, dass mein Post-Opening mal wieder uncut drin war. Nee, echt hier ging's. Eine Minute oder so.